Ich bin ja hier rausgekommen, weil ich allein war, habe ich eine fesche Blondine angeholt und habe Walzer tanzt. Und dann habe ich gesagt, jetzt dürfen Sie mir mal fragen, wie Sie heißen. Sagt sie, Schieke! So, ja, ihr Mann ist ja dann. Blondie. Ja! Blondie. Ihr Mann ist ja praktisch gestorben, also ja, der ist aus der Goya geblieben. Ist aus der Goya. Das ist geil geblieben, der Schiege, der ist nicht angekommen. Ich bin einmal in Urlaub gekommen, gefahren. Auf Der Feldberg, der Schiege. Schuhmacher, der hat mich ja gemischt. Ja. Also der hat schon mal gehalten, Ja. der Spieß. Ohne Urlaubs, ohne Fahrschein von der Eisenbahn, Ja. ohne Ding, ein Blanko-Urlaubsschein, Jawohl. ohne Unterschrift. Ja. Dann haben wir mich in Polen an der Grenze melden sollen, zum Entlausen Ja. und da stempeln lassen. Richtig, ja. Ich bin aber nicht zum Entlausen gegangen, nicht da ausgestiegen, sondern auf der Iwerseite und im anderen Zug nach Deutschland eingestiegen. Ich war nicht in der Entlausung. Ja. Und da hat mir der Schiege ein Paket mitgegeben. Ja, so. Ich weiß nur, es war so lang. Ja, was war da drin? Ja, ich weiß nicht, was drin war. An seiner Frau war an der, Der Schuhmacher. nicht Schuhmacher, Der Schiege. Schiege, das war die Schiege. Frau. Man war Die da an, Blondine. ja. Und dann bin ich in Nürnberg mit dem Paket angekommen. So hast du vom Schiege, also geliebt hat es dann glaube ich nicht. Und hat nicht einmal das Dankeschön gesagt, Ah, hat ja. als das Paket genommen Das schon, ach du hat. Liebe. Und das war gar nicht seine Frau. Ich war gar nicht selber. Die war nicht verheiratet. Die war nicht, ah, die war nicht verheiratet. Die andere Die war. hat sie bloß als Schiege ausgegeben. Aha. Na, und du warst die bloß, wenn du heimgefahren bist in Urlaub mit einem fremden Paket, Ah. dass das nicht klar war. Zum Fenster habe ich es rausgehängt, im Eisenbau, Ja. angebunden, nicht mit einem Strick, sondern mit einem Draht, weil sie es doch immer abgeschnitten haben, die Bäckler, bis ich alle durchgebracht habe. Genau. Und ich habe mich geschunden und braucht. Und dann hast du gedacht, ja, Schiege. Und der Marmoregen hat es gewohnt. Marmor-Egen. In Und Nürnberg. auf der anderen Seite hat sie dann Ja. den Ding geheiratet, Und hat praktisch. ich habe mich mal das Auto wegen dem Bagger. Schiege. Das habe ich. Er ist doch mit dem Gaul ist er doch geritten. Ja. Der Spinner, Also, der Uhu. ich war ein Spinner, das ja. Er Spinner, der Kerl gewesen. Vom Gaul war die Panzer. Verschieden haben wir flechten müssen für den Vormarsch. Und da praktisch, dann haben wir keinen Draht gehabt. Ist ein Major gekommen, dann schauen Sie, dass Sie verschieden machen. Das habe ich auch gesagt. Nehmen Sie sich, was wollen. Dann habe ich den Draht hier von Fernfirmen geschickt. Haben die keine Verbindung mehr gehabt? Fernsprechkabel. Fernsprechkabel. Ja, habe ich dann gekommen. Magst du Oh. ein Schlückchen Bier haben? Na, wir müssen jetzt dann geht zum Mittagessen. Ich nehme mit Fritz Das wieder mit. Wir kommen lieber öfter. kannst. Na, Dankeschön. Der für dir ein Bier Na, und drei Bier. Der für Na, dich so danke. viel. Das sag ich selber. Das ist schon Selber wieder. sagen wir es besser. Ja, das Ist ist auch besser. selber. Wir gehen jetzt dann zum Bratwurst essen. Ja. Nur was. Wir kriegen so viel. Nehmen Sie home. Das ist ganz Geben Sie prima. den Fritz mit, ich habe alles zu Hause. Ich brauche überhaupt nichts. Lass das nicht mitnehmen. Na, wenn dann der Fritz, ich brauche Der nichts. hat Vielen ja so Dank. drin. Ich darf gar nichts essen, so viel Süßes. Bei dir selber. Fress doch selber. Da habe ich ihn. Ja, danke Gestern dir. habe ich Besuch gehabt, der hat auch so ein Ding gekriegt. Schön. Jetzt habe ich schon wieder vier Stück. Ach, schön. Ein Honig mag's doch.
Den kannst du selber drauf machen. Schön. Wunderbar. Organisiert hat immer so. Er organisiert immer noch. Ja, organisiert hat er keine Sagen gehabt. Sagen gehabt. Wie spät haben wir denn? Wir haben 11:45, jetzt fahren wir dann heim zum Mittagessen, Fritz. Kannst du das Griesel brauchen? Nein, nein, behältst du. Ich schmeiß uns weg. Nein, das behältst du. Nein, ich will es nicht, ich habe einen guten Käse. Ich mache kein Gries. Können Sie einen Geruch brauchen? Ich nehme es als Andenken für Sie. Von ja. Ihnen nehme ich das als Andenken, ja, als persönliches Andenken. Ja. Lass ich das da. Ist das für mich? Das nehme ich mir in Hand. Thank you.